Eindrucksvolle Kunstaktion mitten in Berlin. Die Klimabewegung Fridays for Future hat ihre Kampagne zur Europawahl im Juni gestartet. Trotz strömenden Regens bemalen Aktivisten eine Brücke im Berliner Regierungsviertel mit dem Schriftzug »Unsere Welt brennt, benutzt eure Stimme«. Auf einer anschließenden Pressekonferenz mit Wissenschaftlern kündigt die Klimaaktivistin Luisa Neubauer die Pläne der Bewegung an und weist auf den Zusammenhang zwischen den Themen Klima und Demokratie hin. Es ist für uns heute der Auftakt für eine Europamobilisierung hin zum großen Klimastreik am 31. Mai. Und wir sehen, dass angesichts einem Superwahljahr mit der Europawahl als allernächste Wahl ein riesengroßer Richtungsmoment ansteht, wo alle Fragen von Klima und Demokratie ganz eng aneinander rücken. Für den 31. Mai sind europaweite Demonstrationen von Fridays for Future angekündigt, die besonders junge Menschen zum Wählen animieren sollen. Es ist das erste Mal, dass ab einem Alter von 16 Jahren gewählt werden darf.